Es gibt Menschen, die viel Gutes tun und wenig darüber reden. Diese Menschen sind auch meist die, die ihr Tun nicht als ein Tun des Guten empfinden, sondern als selbstverständlich, was es nicht ist. Nichts ist selbstverständlich. Und andere geben ihr letztes Hemd, ohne das in irgendeiner Weise mit dem Gebot der Liebe in Verbindung zu bringen. Sie geben einfach, weil sie haben. Und weil ihnen haben eben teilen bedeutet. Jesus erzählt uns eine Geschichte, in der ein Mann auf seinem Weg von gewalttätigen Räubern ausgeraubt und halbtot liegen gelassen wird. Und so liegt er da, ohne Hilfe, wäre er dem Tode preisgegeben. Zufällig kommen erst ein Priester und dann ein Levit vorbei, aber sie helfen nicht. Es ist ausgerechnet ein Samariter, der anhält und hilft. Ausgerechnet, weil die Hörerschaft Jesu wohl eher ein hilfreiches Handeln vom Priester oder Leviten erwartet hätte, aber nicht von diesem Feind da. Ja, aber er hilft, der Samariter. Ja, mehr noch. Erst versorgt er seine Wunden und bringt ihn dann in ein Gasthaus, damit er gut genesen kann. Und weil ihm das auch noch nicht als ausreichend erscheint, gibt er dem Wirt Geld und verspricht, wiederzukommen, um sicherzustellen, dass noch weitere, bisher unvorhergesehene Kosten gedeckt werden können. Ein Rundum-Hilfspaket eben, gütig, weise, hilfreich. Diese Geschichte gehört zu den berühmtesten Geschichten der Bibel und wurde schon tausendfach erzählt. Und dennoch, ich rufe sie mir immer wieder ins Gedächtnis, weil sie so einzigartig ist. Das Tun des Guten ist wertvoll, wenn es von Herzen kommt. Manche fragen nicht lange oder gar nicht. Ich denke, das möchte Jesus uns sagen. Zwei gehen an dem Verunglückten vorbei und überlegen. Dann stellen sie fest, dass sie eigentlich keine Zeit haben, und so gehen sie weiter. Der Samariter überlegt nicht, sondern hilft sofort. Als sei Hilfe das Selbstverständlichste von der Welt, was es nicht ist. Für ihn aber schon. Wer über das Gute länger nachdenkt, lässt es eher mal sein, obwohl es gerade nötig wäre. Aufforderungen, das Gute zu tun, helfen wenig, wenn das Herz nicht spricht. Niemand wird zum Samariter, weil Funk und Fernsehen uns dazu auffordern. Samariter wird man, weil das Herz es will. Dann ist es anderen zugeneigt und hilft nicht, weil man helfen soll. Es hilft, weil es helfen will. Amen. Ich lade Sie ein, nun mit mir das Vaterunser zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es segne und behüte uns der allmächtige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.